Hallo Leute und willkommen zurück im Hexen-Daylight-Spiel, wo die bösen Hexen dich verfolgen. Ja. Ja, willkommen zurück zu Daylight. Ich fange direkt an zu lesen. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gebe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Die wahren Dinge. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Ein Geist vielleicht? Ist er das vielleicht? Da war bestimmt was so... Given time, one can conceive the unconceivable. Ach, ich weiß nicht. Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß es nicht. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter. Aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Ich mag hier auch immer noch nicht hochgucken. Es ist mir immer noch sehr... Was war das für ein Geräusch? Huh? Wo komme ich her? Da komme ich her. Alles sehr suspekt. Ich muss auch mal auf die Uhr gucken, damit ich überhaupt weiß, wann ich aufhören muss. Da hinten liegt wieder was. Oh, mach doch deine Fackel an. Musik? Okay, ich habe ganz viele Leuchtstäbe. Toll. Oh, dieses Ruckeln nervt. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief. Aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 13, ganz viele 13ers. Da ist ein Schalter. Vorher gehe ich aber hier hin und lese das. Ja, heb's schon auf. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Also so langsam glaube ich, dass mit dem Mädchen irgendwas passiert ist. Und jetzt habe ich einen Schalter gedrückt und nun? Was ist jetzt? Was soll ich denn machen? Also sie wurde wohl verbrannt oder so. Irgendwas wurde hier auf jeden Fall mit ihr gemacht. Mit dieser Patientin. Und ich schätze mal, deswegen sieht man immer so dieses Feuer von ihr. So wirkt das für mich. Kann ich hier an diesen Heizöfen irgendwas machen? Also hier haben sie alle ihre Sachen verbrannt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich ja jetzt an den... Warte mal. Okay, dann gehe ich hier mal rüber.
Sorry, dass es ruckelt. Der hat doch einen an der Klatsche, ganz ehrlich. Oh oh. Sounds not good. Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Wir kommen raus. Wow! Wir sind ja rausgekommen. Wahnsinn, okay. Okay, wir sind draußen. Krass. Voll interessant. So sieht's also hier draußen aus. Waren wir da hinten jetzt drinne und sind dann da hinten rum durch die Kanalisation? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Leuchtstäbe brauche. Ich lasse sie erstmal aus. Helfen ja gegen die Hexen sowieso gerade nicht. Und draußen finde ich es doch hell genug. Soll ich jetzt hier wieder Relikte finden? Oder ich habe keine Ahnung. Krass, wir sind rausgekommen. Nicht schlecht. Aber manchmal habe ich das Gefühl so, wenn ich zwei Parts auf einmal aufnehme, dann ruckelt es auf einmal. Dann meckert mein PC auch rum. Und davor ging das eigentlich, also tut mir echt leid. So. Ja. Ja, okay. Ich habe wieder Signalfackeln. Und ich kann wieder Relikte sammeln. Oder so. Das ist ein armer Mann. Kannst du da nicht so dich durchquetschen? Hä? Nee? Nee. Okay, ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich lang soll. Ich werde doch aber hier richtig sein, oder nicht? Eigentlich. Warte, da war doch wieder ein Fragezeichen. Warum war da ein Fragezeichen? Wo ist es? Hä? Da. Es scheint noch nicht zu funktionieren. Ach, ich soll hier irgendwas machen. Ich soll den Steg reparieren? Bin ich jetzt hier Baumeisterin oder what? Ja, wie mache ich das? Kann ich wieder auf Kisten eigentlich springen und... Bin ein bisschen irritiert wie immer. Ach, das kann ich. Okay. Ja, okay, das Rad drehen. Das Rad drehen. Ist klar. So, jetzt stehe ich hier und komme nicht weiter. Das hat sich gelohnt. Werd ja wohl aber da, wo das Dings lang geht, der Schlauch, was machen können. Da. Benutze es. Benutze es. Hä? Hä? Sie macht nichts. Ich drücke die ganze Zeit Linksklick, aber sie macht nichts. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum machst du nichts, Holle? Sarah, benutze es. Brauche ich Licht? Auch mit Licht nicht. Hä, wie merkwürdig.
Hä? Sie hebt auch den Leuchtstab nicht wieder auf. Gut, das hat sie noch nie gemacht, aber wie merkwürdig ist das? Irgendwas Komisches hier gerade im Gange, glaube ich. Ich glaube, das müsste ich doch benutzen können. Ich werde mal kurz einen Cut machen und gucken, wenn ich einmal rausgehe und wieder rein, ob es dann funktioniert. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin jetzt so auf die Lösung gekommen, sozusagen. Das Problem ist nicht, dass ich hier wieder rein und raus sollte und dass das nicht geht, sondern dass ich eine Signalfackel nehmen soll. Und dann kann ich das benutzen. So. Das war's. Da stand doch die Hexe da hinten, oder? Die stand doch da oben bei der Höhle. Ich hab's genau gesehen. Naja. Ich hab's genau gesehen. So, jetzt gehen wir dann mal da vorne um die Ecke. Da können wir ja jetzt lang. Beziehungsweise wir können... Was stand da gerade? Oh. Was machst du denn hier? Ich habe doch gar nicht gesagt, du sollst ein Signal... Was ist denn da hinten los? Da hinten, das flackert doch da so komisch. Hm? Okay, du kannst ihn zu dir ziehen, warum auch immer. Anscheinend soll das hier hin. Und kannst du das auch mal bitte wieder loslassen? Oh. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid noch drinne. Ich habe gerade das Fenster kurz kleiner und größer gemacht. Ich weiß, es ist super nervig, dass ich gerade schon wieder einen Cut mache. Tut mir echt leid, aber ich muss jetzt mal gucken, ob es überhaupt noch aufnimmt. Ob aufgenommen oder nicht. So, jetzt weiß ich wirklich, dass es wieder geht. Okay. Einfach nur so. Was ist da hinten denn jetzt los? Da ist doch irgendwas. Ach so, das ist einfach nur mein Feuer noch, was hier jetzt vor sich hin glüht. Oder was ist da? Ja, das brennt einfach nur alles so ein bisschen vor sich hin. Ich habe mich nur gerade gewundert. Okay, mit der Kiste kann ich aber irgendetwas machen. Verwende Signalfackeln, um mich zu schützen. Das hatte ich schon. Ich kann diese Kiste mit dem Seil benutzen. Und ich kann raufklettern. Und komme ich da jetzt hoch? Komme ich da jetzt auch hoch? Oder, ach, die muss da... Okay, die muss noch einen weiter vor und dann habe ich's. Noch ein bisschen näher ran. Loslassen. Leertaste und drauf mit dir. So langsam kriege ich den Dreh raus. Wenn mein PC doch wohl nicht so überlastet wäre wegen diesem doofen Unreal Engine. So. Ja, das ist... So, wo muss ich jetzt lang? Da ist das Feuer, da werde ich ja wohl nicht lang wollen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, dann geh doch da vorne jetzt lang. Hä? Toll, jetzt stehe ich hier drauf und nun? Kann ich da hoch? Kann ich noch einen höher? Kann ich hier runter? Okay. Charterboot fängt für 16... Achso, was? Charterboot fängt für 16. Juni 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island für gefangen. Komischer Brief irgendwie. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Aha. Das ist ja interessant. Mhm. Da ist noch etwas, was wir finden sollen. Datum 26. Mai 1986. Betreff ist ja fast mein Geburtstag. Betreff unerklärlich, aber auch nur fast. Betreff unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen.
Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtenwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Das ist natürlich nicht schön. Aber hier kommt also der ganze Spuk sozusagen her. Beziehungsweise wir sind dem ganz schön gewaltig auf der Spur. Charterboot fängt für 16. Juni 1939. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehrere Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten, der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ich mag diese Bootsgeräusche im Hintergrund. Ich verbinde damit eigentlich was Friedliches. Das ist tückisch. Datum 7. März 1933. Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen von besorgten Leuten über Leichen, die an das Ufer gespült wurden. Diese Berichte werden meist von Zeugen begleitet, die angeben, dass die Verstorbenen Gefängniskleidung tragen, die mit der Anstalt auf Mid Island übereinstimmt. Aber jedes Mal, wenn wir an dem Ort des Geschehens eintreffen, sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen. Wir behandeln diese Anrufe bis auf Weiteres mit niedriger Priorität. Vermutlich sind es nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben. Das glaube ich nicht. Dafür habe ich schon zu viel in diesem Spiel gesehen. Da ist ein Brand. Ist das vielleicht das Mid Island Hospital? Ich weiß es nicht. There's no escaping fate. Was? Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich wieder zurück. Ich gehe nicht ganz zurück. Ich gehe nochmal hier so ein bisschen gucken, ob ich alles gefunden habe, was ich finden sollte. Ja, da war ich schon drin. Okay, gut. Ach du Scheiße. Wir sind wieder da. Spieldaten werden gespeichert. Sehr freundlich. Vor allem, da ich jetzt so mittendrin dann gleich wieder einen Cut machen muss. Ein bisschen blöd immer. Oh Gott, machen wir jetzt einen auf Slender? Oh, scheiße. Ich gehe mal so erstmal am Rand entlang. Warum nur? Warum ein Wald? Ich fühlte mich da an den Docks wesentlich wohler. Solange das Ding noch nicht direkt vor meiner Nase steht, zünde ich hier gar nichts an. Weil ich habe noch nicht mal ein Relikt. Und wir haben gerade mal 4 Fackeln und ich glaube eher nicht, dass wir hier welche finden. Ich meine Signalfackeln, ne? Nicht Relikte. Relikte sollen wir finden. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Relikte? Hallo? Relikte? Oh, ich glaube, man soll hier querbeet einfach mit einer Signalfackel durch die Gegend laufen, ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht wohin.
Ist das so sonderbar in so einem Wald? Ich will nicht querbeet laufen. Ich will am Rand bleiben. Aber ich werde wohl nicht drum rumkommen. Bin ich jetzt schon einmal rum? Okay. Let's go. Bis wir irgendwas finden. Ja, lauf gegen Baum. Ich habe noch nicht eine Sache gesehen. Nee. This way. Findet er das irgendwie lustig? Guck mal, hier sieht's doch interessant aus. Ja, ich habe mir was ausgesucht. Da, da hinten. Da, mein erstes Relikt hier im Scheißwald. Bodentests führen zum neuen Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während der für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von GNC Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet der Bauarbeiter Wilson Warner unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt. Es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. GNC Investments hat sich noch nicht dazu geäußert. Mach mich nicht sauer hier. Ich hab's wesentlich schwieriger als du, olle, blöde Hexe. So close and yet so far. Ja, super, deine Tipps sind voll scheiße. Nein, es flackert. Wenn es flackert, ist nicht gut. Da! Was haben wir denn hier? Okay, da soll ich also hin. Moment, nee, das ist der Ort. Moment, ich muss mal hier auf mein Handy gucken. Wird mir das nicht angezeigt? Das wundert mich. Normalerweise wird einem das so angezeigt. Ist das jetzt wieder der Ort, wo ich mir was nehmen kann? Oder ist das wieder der Ort, wo ich hingehen muss? Was hast du denn? So. Es wird wieder Zeit. Wenn ich nur irgendwas Rotes sehen würde. Aber ich sehe nirgendwo etwas Rotes aufblitzen. Gott, Mädel! Wie doof bist du denn? Okay, wir haben einen Ort gefunden hier oben auf dem Berg. Die könnten überall sein, echt. Die könnten überall sein. Da sehe ich wieder einen Relikt. What happened to the girl? Is she still in that dark place? Halt die Klappe. Joe, einige der Leute sind stinksauer. Jeden Morgen verschwindet etwas anderes aus der Nacht davor. Außerdem sind wir schon weit über dem Budget. Die Unfälle reißen nicht ab und es ist, als ob jemand unsere Arbeit über Nacht sabotiert. Manche wollen ihr Geld zurück und den Job hinschmeißen. Was soll ich tun? Streikbrecher anheuern? Brian. Geh da raus. Ja, lauf gegen den Baum. Das ist ja ein Haus. Wo sind wir hier nur? Oh Gott. Was mache ich hier allein im Wald? Wo kann ich hier rein? Da ist noch was. Ist ja echt wie bei Slender hier.
Und ich wollte Slender nie spielen. 11. Januar 1986, Krankenhaus auf Mid Island vor Wiedereröffnung. New Kipling und GNC Investments Corp. haben sich zusammengeschlossen, um Mid Island zu modernisieren und eine Hospizbetreuungseinrichtung zu errichten. Dank großzügiger Spenden von GNC wurden einige Bereiche des Krankenhauses von Mid Island bereits renoviert und wieder zugänglich gemacht. Nach Fertigstellung des Hospizes werden Krankenhausmitarbeiter überstellt und das alte Krankenhaus wird abgerissen. New Kipling ist erfreut über die Gelegenheit, diesen wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte wieder aufleben zu lassen. Okay, und wie komme ich jetzt in das Haus rein und wie... Okay, ich muss... Da sehe ich doch schon was drin. Ich will da rein. Sag mir nicht, ich soll eine Signalfackel benutzen. Das weiß ich selber, aber doch nicht hier jetzt. Hier. Komm. Oh oh. Steht. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich werde sie alle einsammeln, ob du willst oder nicht. Zu Händen, alle Vorarbeiter, bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments, und vielen Dank fürs Zuschauen, weil der Part ist jetzt hier zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part von Daylight. Bis dann.